So, warum tickt die Uhr immer noch? Die Uhr tickt, glaube ich, weil sie ticken kann. Ist irgendwo ein Draht übersehen? Nein. Was ist los? Eine kleine Bombe. Jemand wollte mich töten? Warum nur? Ich glaube nicht, dass Sie das Ziel waren. Wer sonst? Mr. Holmes, geht es Ihnen gut? Ich habe den Kerl gesehen, aber er ist mir leider entwischt. Ah. Kannst du ihn beschreiben? Dünn, etwa 5 Fuß 5 Zoll groß, schwarze Haare, Hasenscharte. Erzähle uns alles, was du gesehen hast. Der Kerl sah zu Ihrer Wohnung hoch. Ich dachte erst, dass er ein Klient ist. Dann zog er aber etwas aus seiner Jackentasche und warf es durch ihr Fenster. Ich rief nach ihm, doch er rannte los. Ich griff nach seinem Ärmel, aber er wand sich aus seiner Jacke und verschwand. Es tut mir leid, dass er mir entwischt ist. Das muss es nicht. Sehen wir uns jetzt einmal die Jacke an. Das war ein guter Junge. Sehr gut, Wiggins. Hier ein Penny. Oh, danke, Mr. Holmes. So, Jacke untersuchen. Machen wir das doch mal. Was haben wir denn hier? Wir haben ein Messer. JT. JT. Die Initialen des Besitzers. Hoffentlich. Sehen wir uns das mal an. Was haben wir denn hier? Da steht vielleicht eine geheime Botschaft, geschrieben mit Zitronensaft. Nein, fassen Sie nichts an! Das wäre ein Idiot. Dieses Blatt Papier ist voller Tintenflecke. Ich hätte den Text mit meinem Analysetisch retten können, wenn Wilde ihn nicht zerstört hätte. Sammelt euch, Mohawks. Okay. Sammelt euch, Mohawks. Macht euch auf die Beine und zeigt King George, Steuern kriegt er keine. Aus dem Reim. Wir fangen mal neu an. Sammelt euch, Mohawks. Macht euch auf die Beine und zeigt King George, Steuern kriegt er keine. Von uns für seinen ekligen Tee. Sein Drohen ist vergebens, wie auch zu denken, dass er unsere Frauen zwingen kann zu trinken. Sein Gesöff aus fremdem Klee. Sammelt euch, Jungs, und eilt voran, unserem Anführer zu treffen im Green Dragon. Okay, naja, ist nicht ganz so reimig, wie ich dachte. Ein Gedicht. Aber was bedeutet es? Das ist kein Gedicht, sondern ein Lied. Rally Mohawks. Über den Tag, an dem Amerika gegen die englische Unterdrückung aufbegehrte. Sammelt euch, Jungs, und eilt voran, um unsere Anführer zu treffen im Green Dragon. Und da haben sie sicher ihre Krüge gehoben, eine neue Nation gegründet und entschieden, wann sie ein paar Kisten englischen Tee in den Hafen dort schütten. Warum führte er wohl solch ein Lied mit sich? Gute Frage. Drücken wir mal B. Nein. Nein. Na. Absicht. Austin Wild hat den Analysetisch und das Beweisstück aus der Jacke des Bombenwerfers absichtlich zerstört. Ich glaube ja. Der ist mir so suspekt. So. Hier noch irgendwas, das ich untersuchen kann. Wer wollte mich töten, Mr. Holmes? Gut gemacht, Toby. Dank diesem Wild wurde mein Analysetisch vollständig zerstört. Ja, das ist richtig. Lied. Nicht Zeitungen, wir brauchen vielleicht Forschungsberichte. Zeichen, Orden, Medaillen, Kampfsportarten. Nein, nein, nein. Also machen wir mal hier weiter. Enzyklopädien. Kunst und Architektur. Kunst. Geschichte. Green Dragon. Das in der Union Street im Norden von Boston gelegene Green Dragon war ein Lokal und zugleich beliebter Treffpunkt politischer Aktivisten. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden in ganz Europa zahlreiche Kopien des Green Dragon eröffnet. Eine dieser Nachahmerkneipen befindet sich in London, in der Nähe des Hafens im Bezirk Whitechapel. Da, gefunden.
Wunderbar, ich glaube, wir müssen dahin. Okay, finden Sie heraus, ja, okay. Ja, Taschenmesser. Beschreibung des Angreifers. Hasenscharte. Kräftig, nicht besonders kräftiger Mann, ungefähr 5, schwarzes Haar, ja, wunderbar, ne, das wissen wir schon alles. Dann finden Sie heraus, okay. Das wäre vorerst alles. Hauen wir uns für ein paar Stunden aufs Ohr. Achso, ich dachte, wie wir können jetzt direkt dahin. Wie schlafen, wenn man nach meinem Leben trachtet? Wie egoistisch. Was für ein Typ. Was für ein Typ. Ja, da versucht uns doch tatsächlich jemand in einer Bombe kaltzustellen oder sowas in der Art. Also, nicht sehr nett. Ja, wunderbar. Fortfahren. Am nächsten Morgen. Okay, ich glaube, wir müssen vielleicht erstmal die Position herausfinden. Das ist so witzig. Liegt da eigentlich immer noch die Bombe auf dem Tisch? Nein. Auf dem Boden meine ich. Wo ist die Bombe hin? Hallo, Freunde. Unglaublich, wie schnell. Und, gut geschlafen, Kate? Sehr gut sogar, danke, Vater. Ist das Wild? Was treibt er schon wieder? Na, er macht dich zu einer Legende. Ach, Dummkopf. Kate, was ist los? Nun, ich bin hier, um dir zu sagen, dass ich mit Alice in den Zoo gehe. Danach essen wir etwas in der Stadt. So, so. In den Zoo? Warum denn das? Vielleicht, weil heute mein Geburtstag ist? Ups. Es tut mir leid, Kate. Wilds Besuch hat mich... Nun, hier hast du etwas Taschengeld. Kauf dir was Schönes. Gut. Ich gehe dann mal. Oh, was für ein schlechter Vater. Du machst nie etwas richtig. Ach, Kate, schon gut. Komm her. Mir reicht es, dass ich dir einfach egal bin. Das stimmt nicht. Die Nacht war nur turbulent. Ja. Alice hat mir davon erzählt. Aber du eben nicht. Kate, ich will dich doch nur beschützen. Du verstehst gar nichts. Ich wünschte, Alice würde mich adoptieren. Das ist lächerlich. Warum haben mich meine Eltern bloß dir anvertraut? Kannten sie dich überhaupt? Kate, komm zurück. Oh, oh. Oh, yeah. Ich glaube, sie ist ein bisschen stinkig. Diese Alice... Ich weiß nicht so recht. Es kommt mir so vor, als ob sie mit Kates Gefühlen spielt. No, da alles gerade mit Kate unterwegs ist, wäre es jetzt eine gute Ja. Aha. Wie ich sehe, hast du dich bereits mit Kate angefreundet. Ja, wir müssen ihre Wohnung untersuchen. Dann gehen wir doch mal rüber. Ich sollte mir vielleicht erstmal was anderes anziehen, oder? Ich bin so ein bisschen morgenmuffelig noch. Na komm. So, Kleiderschrank. Machen wir uns mal ein bisschen frisch hier. Morgenmantel, nein. Oh, nö. Ach komm, nehmen wir das hier. Das sieht ganz gut aus. Bestätigen und beenden. So. Oh. Mr. Holmes, ich heiße Tabitha. Tabitha. Ich heiße Tabitha Falk und bin eine der Krankenschwestern des Westgate-Gefängnisses. Ich kümmerte mich bis vor kurzem um Mr. Albite, der mich bat, Ihnen nach seinem Tod zu schreiben. Bis zu seinem letzten Atemzug blieb er wütend und verbittert und weigerte sich, den Allmächtigen um Vergebung zu bitten. Ihn, Mr. Holmes, warf er vor, ihm seinen letzten Wunsch verwehrt zu haben. Ihn in seinen letzten Tagen zu beobachten, war eine sehr traurige Angelegenheit. Respektvoll, Tabitha Falk. Ja, okay. Was haben wir hier? Ach, das sind alles so... Ah, das sind von den vergangenen Geschichten, ne? Sherlock Holmes, erinnern Sie sich noch an mich, Dr. Reuben Fisher? Sie sind ein armseliger Detektiv, das sollte mal gesagt werden. Sie haben den Grund für das Ganze einfach nicht verstanden. Wir hatten das kleinere Übel gewählt, um eine bessere, strahlendere Zukunft zu erreichen. Es mussten einige wenige geopfert werden, um der großen Mehrheit zu helfen. Eines Tages werden Sie sich noch an diese Worte erinnern. Absolut hochachtungsvoll, Dr. Reuben Fisher.
ersten Moment. Erst bezeichnet er mich als armselig und dann verabschiedet er sich mit absolut hochachtungsvoll. Ein bisschen inkonsistent, inkonsequent, ein bisschen, ach, ihr wisst schon, was ich meine. So, wie komme ich denn jetzt rüber zu Ihrer Wohnung? Das ist doch bestimmt hier raus. Ich gehe besser nicht raus, sonst sehen mich die Journalisten. Ach, ich muss bestimmt über den Balkon, wa? Gewalt ist keine Option. Ein Hinterzimmer. Aha. So, kann ich hier nicht laufen? Nein. Ich könnte auch über den Dachboden. Kann ich hier nicht hoch? Hallo? Nein, kann ich nicht? Okay, schade. Dann versuchen wir es mal. Habe ich eigentlich noch irgendwas, das ich machen kann? Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf... Hallo? Hallo? Ja, danke. So. So kann man es machen, muss man aber nicht. Gut, jetzt untersuchen wir mal Ihre Räumlichkeiten. Sie können mehrere Dietriche gleichzeitig nutzen, um die Schlossscheiben anzuheben und das Schloss zu knacken. Okay, F1. Gut, was brauchen wir? Wir brauchen 1. Für den, ja. Und wie komme ich jetzt, aber wie komme ich wieder zurück? Entfernen? Nein. Nochmal, hä? F1. Sie können mehrere Dietriche gleichzeitig nutzen. Ja, aber wie, Leute, wie? Left Shift zu den Dietrichen. Ah. Ich brauche 3. So, und jetzt brauche ich... Die 3 brauche ich jetzt vorne. Nein. Left Shift zu den Dietrichen. Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Den kann ich entfernen. 4 brauche ich. Nein, sie sind nämlich falsch rum angelegt. Dann entferne ich den und zum Schloss. Du musst nach hinten und jetzt wieder Left Shift. Den brauche ich. Und jetzt aber. Jawohl, ja. Gut, hier ist ein bisschen düster drin. Ah, ne, okay. Was haben wir denn hier? Wir haben ein Buch. Sie hat ein Geschenk für Kate. So. Sie hat sich an ihren Geburtstag erinnert. Frauen sind gut bei so etwas. Meine Maus, danke. Was haben wir denn hier? Nichts zu sich. Achso, doch. Geruchlos. Achso, haben wir schon gemacht. Geruchlos. Schmeckt sehr bitter. Alles klar. Geruchlos schmeckt bitter? Das ist ein Schlafmittel. Ja, dann gute Nacht. Das ist ein Beruhigungsmittel. Alice scheint hier in diesem Stuhl zu schlafen. So unbequem er auch aussieht. Ja. Sehr geehrte Dame, vielen Dank für Ihre letzte Hemdlieferung für meine Cousine. Sie sind vorzüglich. Wie ich bereits erwähnt hatte, werde ich an diesem Samstag zum Hochzeitsfrühstück von sehr lieben Freunden gehen. Da muss ich umwerfend aussehen. Von daher müssen Sie mein Kleid bitte spätestens Freitag fertigstellen. Ich werde es dann am Morgen abholen lassen. Okay. Alice hat die Maschine erst vor kurzem benutzt. Ja. Tür, nein. Was haben wir denn hier? Offenbar hat Alice seit längerem nicht mehr hier geschlafen. Sieht stark danach aus, ja. Ein Wachszylinder. Aha.
Drehen Sie die Scheibe so. Da. Nee, da. Kommt hier irgendwie. Das passt. Und. Wow, das ist aber ein komplexes Schloss. Nee, der vielleicht. Nee, der vielleicht. Nach unten, ja. Ja, wunderbar.